Hey, das ist Samuel und ich bin Sarah und zusammen sind wir die Product Owner zu Linchpin Hay. In den kommenden 5 Minuten möchten wir euch das Wichtigste zu unserem Produkt erzählen. Also viel Spaß und los geht's! Die Corona-Situation hat in den letzten 1,5 Jahren zu einigen Veränderungen in der Arbeitswelt geführt. Neben dem dezentralen Arbeiten, was auch vorher schon angedeutet wurde, hat mittlerweile jede Branche, jedes Unternehmen eigentlich gespürt, was es heißt, dezentral und verteilt im Homeoffice zu arbeiten. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir miteinander arbeiten, hat sich durch die letzten 1,5 Jahre extrem verändert. Und dadurch sind ganz neue Herausforderungen in der Interaktion, im sozialen Miteinander entstanden. Unsere Antwort auf diese neuen Herausforderungen ist Linchpin Hay. Die Produktvision von Linchpin Hay ist, dass wir das soziale Miteinander und die soziale Interaktion am Arbeitsplatz stärken wollen und so den sozialen Austausch und die Kommunikation signifikant verbessern. Der erste Teil davon, und den ich angesprochen habe, ist natürlich die Kommunikation. Viele Probleme, die entstehen, die auch schon vorher entstanden sind, sind durch mangelhafte oder fehlerhafte Kommunikation entstanden. Mit Linchpin Hay wollen wir alle Ebenen der Kommunikation abbilden. Sei es die Top-Down-Kommunikation, die klassische Unternehmensnews, die wir auch alle kennen, oder die Bottom-Up oder die lineare Kommunikation, die eher im Rahmen von so einer Timeline in Posts mit dem schnellen Austausch miteinander stattfindet. Aber auch die Ebenen dazwischen, die wir aus unseren klassischen und aus unserem Alltag, aus den sozialen Medien kennen, wollen wir mit Linchpin Hay füllen und so das Gefühl vermitteln, dass du direkt mit deinen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten kannst, auch wenn du dezentral verortet bist. Herzstück des Ganzen sind die Profile. Denn neben den Basisfunktionalitäten, wie zum Beispiel, dass der Name mit drin steht, die Abteilung, das Team, die Telefonnummer, ist es für Linchpin Hay ganz wichtig, noch weitere Informationen zu Mitarbeitenden zu sammeln. Wie zum Beispiel, welche Fähigkeiten hat der Kollege oder die Kollegin? Was sind die Interessen? Seit wann ist er im Unternehmen? Was sind Dinge, die man vielleicht noch gar nicht so genau weiß, aber die es interessant ist, miteinander zu teilen, um zum Beispiel bei einem Kaffee oder beim Mittagessen tolle Gesprächsthemen zu haben und Gemeinsamkeiten zu finden? Auf Basis dieser verschiedenen Profildaten möchten wir es ermöglichen, personalisierte Informationen auszustrahlen, so dass zum Beispiel genau die richtigen Nachrichten für genau die richtigen Mitarbeitenden sichtbar sind. Das ist Teil der eben schon erwähnten Top-Down-Kommunikation. Zusätzlich zu dieser Personalisierung möchten wir aber auch Empfehlungen aussprechen, so dass Mitarbeitende auf Basis ihrer individuellen Nutzung genau die Informationen ausgestrahlt bekommen, die für sie relevant sind oder eben auch einfach interessant sind. Und Grundlage für dieses Empfehlungsmanagement, so nenne ich das jetzt mal, ist die eigene Nutzung im System. Wenn ich zum Beispiel die News von Samuel immer wieder lese, also nicht die gleiche natürlich, aber er schreibt relativ häufig Newsartikel und ich lese die immer wieder und reagiere auch darauf, kommentiere sie vielleicht sogar, dann lernt das System, hey, der Samuel und das, was er schreibt, scheint für mich sehr interessant zu sein. Und so wird seine News bei der nächsten Veröffentlichung vielleicht sogar etwas höher ausgestrahlt werden als die von anderen Kollegen. Neben dieser Personalisierung und dem Empfehlungsmanagement möchten wir die Profildaten auch dazu nutzen, um Menschen zusammenzubringen. Zum Beispiel könnte das so aussehen, dass wir auf dem Dashboard so eine kleine Kachel anzeigen, die es ermöglicht, Mitarbeiter zusammenzubringen. Zum Beispiel der Tobi, der hat in seinem Profil hinterlegt, dass er sich für Fotografie und fürs Filmen interessiert und ich habe genau die gleichen Interessen. Und dann zeigt mir dieses Kärtchen an, hey, der Tobi hat die gleichen Hobbys wie du, wollt ihr nicht mal zusammen Mittagessen oder euch auf einen Kaffee trinken? Und das Charmante daran ist, dass der Tobi gar nicht in meinem Team ist. Das heißt, eigentlich habe ich in meinem normalen Arbeitsalltag gar nichts mit ihm zu tun und kenne den auch gar nicht. Und wenn ich irgendwie eine Frage habe, dann fällt es mir vielleicht auch schwerer, auf ihn zuzugehen. Und dank dieser Funktion möchten wir es eben ermöglichen, dass sich Mitarbeiter über das eigene Team hinaus und über diese Blase, in der man sich befindet, gerade im Homeoffice, wenn man sich eben nicht mehr in der Teeküche über den Weg läuft, miteinander vernetzen, sich austauschen, sich kennenlernen und dadurch die Hürden, vielleicht auch mal um Hilfe zu bitten oder einfach mal zu fragen, wie es bei anderen so läuft, zu verringern. Neben der Kommunikation und dem personalisierten Ausstrahlen von Informationen im sozialen Intranet ist es natürlich wichtig, die Arbeitstools, die im jeweiligen Unternehmen eingesetzt werden, auch zu integrieren und somit eine ganz einfache Übergabe zwischen den verschiedenen Tools herzustellen. Wir als großer Atlassian und Google-Partner nutzen dafür bevorzugt natürlich die Atlassian-Produkte wie Confluence und Jira und die Google Workspace-Produkte.
Somit soll eine einfache Integration aber auch mit anderen Tools wie Microsoft Teams beispielsweise oder O365 hergestellt werden. Das hat den Vorteil, dass am Ende ein Linchpin Hey ein zentraler Punkt ist, von dem aus man zu den jeweiligen Tools abspringen kann und auch einfach wieder zurückkommt. Darüber hinaus wollen wir aber auch die verschiedenen Arten das Arbeiten integrieren in Linchpin Hey, sodass man zum Beispiel sehr einfach Confluence-Seiten über Linchpin Hey erreicht, in Linchpin Hey auch dann arbeiten kann und so eine tiefe Vernetzung und Integration von den Tools, die man kennt, mit unserem Social Intranet herzustellen. Das waren in Kürze die wichtigsten Informationen zu Linchpin Hey. Aber natürlich war das nicht alles. Es werden noch weitere Videos folgen. Wie zum Beispiel in dem nächsten Video werden wir euch ein bisschen was darüber erzählen, was denn die Unterschiede zwischen Linchpin On-Premise und Linchpin Hey sind. Gerade für unsere Bestandskunden, die das On-Premise-Produkt vielleicht schon einsetzen und sich fragen, was ist denn dieses Linchpin Hey und könnte das für uns relevant sein, wird es mit Sicherheit ein spannendes Video. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.